Hallo, mein Name ist Manuel Blechschmidt. In diesem Video möchte ich die aktuellste Hochrechnung und Prognose für die Covid-19-Erkrankung in ganz Deutschland zeigen. Und zwar auf der Karte sieht man ganz viele kleine grüne Punkte. Diese grünen Punkte entsprechen Landkreisen. Ich habe mittlerweile für alle Landkreise Deutschlands Intensivdaten erhalten. Weiterhin veröffentlicht das RKI auch auf Landkreisbasis die entsprechenden Fallzahlen. Und für jeden Landkreis wurde jetzt ein SIR-Modell durchgerechnet. Und was man jetzt sieht, ist, dass unter der Annahme, dass es eine strenge Kontrolle und eine strenge Ausgangssperre und strenge Maßnahmen gibt, um das Wachstum zu unterdrücken, ist das die Wachstumskurve von dem Virus und von der Verteilung von dem Virus. Wenn die Punkte von grün nach rot wechseln, bedeutet das, dass in diesem Landkreis die Krankenhauskapazitäten erschöpft sind. Also wir sehen jetzt aktuell, dass wir am 17. April sind und wir sehen jetzt hier zum Beispiel in Tischenreuth ist die Kapazität erschöpft, wobei das auch schon früher der Fall war. Also wenn ich hier in der Kurve diesen Regler halt verwende, dann sieht man, dass Tischenreuth auch schon vorher, und zwar am 13.04. Sind bereits die Kapazitäten dort erschöpft gewesen. Und wenn ich jetzt noch ein bisschen weiter nach vorne gehe, jetzt Ende April, dann sehe ich hier, welche Kapazitäten in welchen Bereichen überall fraglich sind. Und zwar, wir haben halt hier Heinsberg, es ist unser absoluter Top-Player bei den Landkreisen. Wir haben aber auch in Coesfeld, in Gütersloh, dann hier haben wir ein Cluster Main-Koblenz, Cochem-Zell und Rhein-Hunsrück-Kreis. Und dann hier unten in Rosenheim und in Rottal-Inn ist es halt auch recht wahrscheinlich. Und man sieht auch insgesamt, dass Baden-Württemberg ist recht schwer betroffen und auch Nordrhein-Pfalz. Was man hier sieht, dass in den östlichen Bereichen oder zum Beispiel auch in Hamburg, in Hamburg haben wir potenziell 200 Betten, Intensivbetten und davon sind nur 74 belegt. Also hier im östlichen Bereich oder auch in Berlin, hier sieht es so aus, als sind wir in der Lage, diesen Sturm abzufangen, was im konkreten Fall bedeuten sollte, wir könnten zum Beispiel das Krankenhauspersonal und auch die Materialien aus den Krankenhäusern in den Bereichen, wo wir glauben, dass nicht so viel kommen wird, die könnten wir in die Bereiche schicken, wo wir aktuell wissen, dass dort viel kommt. Und ich versuche gerade die entsprechenden Informationen an die Entscheider, zum Beispiel in Rheinland-Pfalz oder auch in Berlin weiterzugeben und diesen Entscheidern zu sagen, hey, wir können gewisse Prognosen fällen. Ich stehe in Kontakt mit dem RKI. Das RKI arbeitet aktuell an noch detaillierteren und noch besseren Modellen. Da versuchen wir auch, dass wir die Entscheider und die Modellierer da möglichst schnell zusammenbringen, damit zum jetzigen Zeitpunkt die Ressourcen optimal eingeteilt werden. Und daran wird aktuell gearbeitet. Ich möchte noch auf zwei Projekte hinweisen, die auf jeden Fall hier auch unterstützenswert sind. Das eine ist Crisis Control von Silicon Sanssouci. Da werde ich jetzt auch nach und nach versuchen, dass ich dieses System als Datenquelle verwenden werde. Da geht es vor allen Dingen darum, verschiedenste Daten zu aggregieren und aus diesen verschiedensten Datenquellen nachher Entscheidungsgrundlagen, die auf Basis von Daten errechnet wurden, für Entscheider zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel Überwachung von Maßnahmen oder auch eine App, womit ich selbstständig Daten dann in diesen Datenpool liefern kann. Und ein anderes Projekt, was ich auch nochmal erwähnen möchte, das ist ICP, Intensive Care Prediction. Das ist auch ein Projekt vom Wir vs. Virus Hackathon, was auch eine total tolle Lösung gebaut hat, geht sehr stark in die Richtung von dem, was ich auch gemacht habe. Ich habe mir den Quellcode angesehen, hier werden Arima-Modelle für die Vorhersage verwendet, was auch auf jeden Fall ein guter Ansatz ist und was wir aktuell brauchen, sind möglichst verschiedene Ansätze und dann immer wieder, wenn verschiedene Leute herausfinden, dass ihr Ansatz mit anderen Ansätzen kombiniert werden kann, dann ist es wichtig, dass diese Leute sich zusammentun und dass die besten Ideen langfristig umgesetzt werden. Und daran arbeite ich auch und ich hoffe, dass ich die Verbreitung von diesen verschiedenen guten Ideen nach und nach mit unterstützen kann. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.